mein Name ist Holger Tischer. Ich habe es vermisst, Sie heute nach Hamburg zu fliegen, zusammen mit mir hier vorne im Cockpit, der Erstoffizierfrau Alexandra Verwilligen. Wir sind soweit eigentlich fertig, würden allerdings gerne noch Ihre Badesachen und Schmutzwäsche mitnehmen und da warten wir noch ganz kurz, bis die letzten Stücke verladen wurden. Verlassen wir die Parkposition, rollen zur Startbahn 03, ist schon mal ein Start in die richtige Richtung nach Nord-Nordosten. Genauere Informationen zur Route sage ich Ihnen dann unterwegs. In der Zwischenzeit kann ich Ihnen sagen, Wetter Hamburg ist gar nicht so verkehrt, annähernd wolkenfrei, Himmel 23 Grad Celsius mit einem schwachen bis moderaten Wind aus südlicher Richtung. Kann sein, dass hier und da in den nächsten paar Stunden noch ein Regenschauer durchgeht, hoffentlich bereits wieder weg, wenn wir dort ankommen. In diesem Sinne lade ich Sie jetzt ein, lehnen sich zurück, genießen den Flug mit uns, freuen uns, dass Sie unsere Gäste sind und vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Recht herzlich hier an Bord auf unserem Condor Airbus A320 auf unserem gemeinsamen Heimflug von Las Palmas nach Hamburg. Heute ist Weltkindertag und heute ist Aram an Bord. Aram ist das einzige Kind heute auf diesem Flug und deswegen begrüßen wir Aram jetzt mit einem herzlichen Applaus. Gern geschehen und vielen Dank. Die Flugzeit nach Hamburg wird heute 3 Stunden und 75 Minuten betragen und die Reiseflughöhe ca. 10.000 Meter. Zum Start bitten Sie jetzt Ihren Sicherheitsgurt zu schließen und festzuziehen. Wir empfehlen Ihren Sicherheitsgurt während des gesamten Fluges geschlossen zu halten. Des Weiteren bitten wir die Armlehnen Ihrer Sitze herunterzuklappen und Ihre mitgebrachten elektronischen Geräte, speziell Ihre Handys, in den Flugmodus zu bringen. Auf dem heutigen Flug nach Hamburg haben wir noch einen Platz in unserer Business Class frei, falls ein Economy-Gast, dem es vielleicht, oder Gästin, dem es vielleicht ein bisschen zu eng ist hinten und bereit ist, einen gewissen Aufpreis zu bezahlen und Ihr Interesse geweckt haben sollten, sprechen Sie uns doch gerne an. Vielen Dank. Wenn Sie dabei Probleme haben, mag das vielleicht an üppigen spanischen Buffet gelegen haben. Unmittelbar nachdem das Flugzeug, wo die Notausgänge verlassen haben, ziehen Sie am roten Griff, um die Weste aufzublasen. Falls sich die Weste nicht aufbläst, Sie Luft hinzufügen oder ablassen möchten, das heißt nicht Sie, sondern die Schwimmweste natürlich, verwenden Sie den roten Mundschlauch. Your life vest is located under your seat. If instructed by the crew, remove the life vest from its container. All Condor flights are non-smoking flights. Smoking, including the use of electronic cigarettes, is not permitted at any time and anywhere on board. For safety reasons, it's strictly prohibited to smoke in the lavatories. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug mit Condor. Thank you for your attention. We wish you now a pleasant flight with Condor.
mussten wir dann doch noch ein paar Minuten auf der Parkposition verweilen, auch trotz der geschlossenen Kofferraumklappen bereits. Hintergrund war, dass der Flughafen ja, einfach gut besucht ist heute und hinter uns Flugzeuge links und rechts vorbeigerollt sind und da mussten wir natürlich noch abwarten, bis sie aus dem Weg sind. Dann wurden wir zurückgedrückt, sind gerollt wie erwartet zur Startbahn 03. Rechts, also die östliche der beiden Startbahnen und dann auch relativ zügig in die Luft gegangen. Die Route hat uns eben auf diesem Kurs jetzt parallel zur Küste von Marokko geführt. Wir sind ungefähr auf der Breite von Casablanca Rabat jetzt. Es geht weiter ein gutes Stück westlich Richtung Festland Europa. Sprich, wir werden noch westlich der portugiesischen Atlantikküste fliegen. Also rechts unten könnte man dann vielleicht einen Blick auf die Algarve oder spätestens dann auf Lissabon und Porto haben. Ganz im Norden, kurz drauf geht es dann auch schon in den spanischen Luftraum. Da werden wir an Santiago de Compostela vorbeikommen. Das wird links unten sein. Und rechts und praktisch euer schöner Blick dann aufs Baskenland und Oviedo, Asturias. Da geht es dann auf den Atlantik wieder hinaus, einmal quer über den Biscaya, bis wir Frankreich in etwa in der Höhe Nantes erreichen. Und da geht es dann deutlich an Paris vorbei, so ein bisschen entlang dem Ärmelkanal folgend. Wir fliegen da zum Beispiel durch Belgien zwischen Brüssel und Ostende hindurch und dann an Niederlande passieren wir Rotterdam, Amsterdam bis nach Groningen. Und dann geht es dann eben auch schon in den deutschen Luftraum, kurz drauf auch in den Sinkflug für die Landung in Hamburg. Hier warten wir auf den 2-3. Die Leute werden einmal sehr wahrscheinlich im Norden am Flughafen der Stadt vorbeifliegen mit Rechtsluft dann Richtung Südwesten landen. Das Ganze etwa gegen 22.35 Uhr, somit eine pünktliche Landung, trotz des leicht verspäteten Abflugs. Was uns hierfür hilft, ist ein Rückenwind, der uns auf dem ganzen Flug begleitet. Das ist der Vorteil daran. Der Nachteil allerdings daran ist, Sie können sich vielleicht schon denken, können ein paar Turbulenzen mit dabei sein. So in circa 20 Minuten, nach 30 Minuten sind die ersten Gebiete hier in meiner Karte eingezeichnet. Wir würden dann auch sehr wahrscheinlich proaktiv schon die Anschnallzeichen dann später anschalten, mit der Bitte später dann eben die Waschräume erstmal nicht mehr aufzusuchen und auf den Sitzen zu bleiben mit den Gurten geschlossen. Leider können uns diese Turbulenzen noch auf einem längeren Teil des Fluges begleiten. Wir versuchen dann natürlich auch mit der Flugsicherung und anderen Flugzeugen zu reden und zu fragen, wo die denn am stärksten auftreten und ob man die eventuell irgendwie umfliegen oder überfliegen kann. In diesem Sinne danke ich an der Stelle schon mal für Ihre Mithilfe. Kann ich noch ein paar technische Informationen nennen zu unserem Airbus A320. Er wurde beim Start auf eine Abhebegeschwindigkeit von knapp 300 km pro Stunde beschleunigt, um ein Abfluggewicht von 76 Tonnen in die Luft zu heben. Davon alleine 16 Tonnen Treibstoff an Bord, klingt erstmal nach viel. Ich habe das mal umgerechnet auf die 3700 Kilometer lange Strecke heute. Haben wir einen Pro-Kopf-Verbrauch von gerade mal 2,4 Liter auf 100 Kilometer. Ansonsten auch, wie fühlt sich wohl hier in 34.000 Fuß. Das entspricht in etwa 10.400 Meter, fliegt nur mit knapp 80% der Schallgeschwindigkeit entgegen. Außentemperatur angenehm kühle minus 46 Grad Celsius. Genießen jetzt weiter die Aussicht unseren charmanten Kabinenservice und ich melde mich spätestens im Anflug nochmal. Bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit.
haben vorhin die Ankündigung des Kapitäns gehört. Jetzt haben wir das Fluggebiet erreicht. Wir kennen das schon vom Flug von München nach Las Palmas. Das war auch nicht so wahnsinnig witzig. Also wir möchten Sie jetzt bitten, während dieser Zeit die Wachträume nicht aufzusuchen und den Sicherheitsgurt zu schließen und festzuziehen. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, now we have an area of cable server for please refrain from using lavatories now after seatbelts and for the time. Thank you. Die Anschlusszeichen sind mal wieder eingeschaltet und wir möchten Sie bitten,
Während dieser Zeit, wie gesagt, die Waschräume nicht aufzusuchen und wieder ihre Sicherheitskode zu schließen und festzuziehen. Ausgenommen danach natürlich sämtliche Notfälle. Schön ist es dann irgendwie doch nicht, weiß man gerade beim Kapitän vorne, um mal nachzufragen, wie das denn jetzt mit der Wetterlage aussieht. Er meinte, dass es jetzt circa noch eine halbe Stunde nicht so gemütlich sein sollte, dann hätten wir noch eine halbe Stunde Luft, um auch mal was gegen unsere Thrombosegefahr zu tun, und dann geht's aber schon wieder los bis Hamburg. Und ja, was soll ich sagen? Ich kann nur um Ihr Verständnis bitten, dass wir bei diesem Wetter nicht in die Kabine kommen mit unseren Wagen. Wir haben das gestern, wie gesagt, mal probiert und das war nicht so lustig. Und abwarten und Tee trinken geht auch nicht, das wackelt ja auch. Wir versuchen dann. Das war schlimmer. Wenn es dann, wie gesagt, 9 Uhr sein sollte und es wirklich so ist, dass es dann ruhiger wird, dass wir ihnen dann wenigstens noch unsere zollfreien Artikel anbieten können. Dann schauen wir mal und dann sehen wir weiter. Vielen Dank. Das auszunutzen und ihnen gleich noch einmal unsere zollfreien Waren anzubieten, die sie sich bringen. Vielleicht erinnern, gibt es einen Werbespruch, wir machen den Weg frei. Das ist auch jetzt die Voraussetzung für Sie, dass Sie uns den Weg frei machen, und zwar den Gang. Denn wenn jetzt alle Leute nur noch im Gang stehen, dann kommen wir in unserem Wagen gar nicht mehr durch. Und ich muss erstmal den Wagen jetzt von hinten nach vorne holen, um dann wieder den Wagen von vorne nach hinten zu schieben. Also wie gesagt, wäre ganz lieb, wenn Sie uns gleich den Weg frei machen würden, damit wir Ihnen dann hoffentlich noch unsere zollfreien Waren zum Verkauf anbieten können. Vielen Dank. Möchten Sie jetzt bitten, die Waschräume nicht mehr aufzusuchen, jetzt Ihren Sitzplätzen zurückzukehren und Ihre Sicherheitsgurte zu schließen und festzuziehen. Bitte klappen Sie auch die Tische gleich wieder vor sich nach oben, bringen die Rückenlehne in eine senkrechte Position, klappen die Arme wieder runter und schalten bitte Ihre großen
mitgebrachten elektronischen Geräte jetzt auch wieder aus und unsere Fluggäste in Reihe 1, 12 und 13 möchten bitten, ihr gesamtes Handgepäck wieder oben in den Bins zu verstauen. Vielen Dank. Auf der 2-3 werden wir also im Norden am Platz in der Stadt vorbeifliegen mit Rechtskurve Richtung Südwesten dann. Das Ganze in ja, ca. 20 Minuten von jetzt und das Wetter vor Ort. Temperatur aktuell gemeldet 18 Grad Celsius, das Ganze bei schwachem Wind aus Süd und ja, in einer mittelmäßigen Bewölkung. Wir sind jetzt erst mit den Anflugvorbereitungen beschäftigt, deswegen möchte ich die Gelegenheit trotzdem nicht bereits beenden. Ich wünsche Ihnen dennoch weiterhin einen angenehmen Flug und dann einen sicheren Nachhauseweg, vielleicht eine angenehme Weiterreise, gute Zeit in Hamburg. Auf alle Fälle noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal bei der Konrad. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Angesprochen, Sie würden ganz gerne noch ein bisschen kuscheln im Dunkeln. Deswegen werden wir jetzt die Kabine abdunkeln zur Landung. Ein Eselicht finden Sie im Deckenfach über Ihrem Sitz. Cabin crew, prepare for landing. Fluggäste, nach einer Landung, um die uns die Konkurrenz wieder beneiden würde, heißen wir Sie jetzt in Hamburg hier herzlich willkommen und möchten Sie bitten, noch so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis das Flugzeug die endgültige Parkposition erreicht hat, die Triebwerke abgeschaltet wurden und auch die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind.
Danach dürfen Sie wieder drängeln und schubsen, wie gewohnt. Im Namen von Konto. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Ja, jetzt bin ich raus. Im Namen von Condor, Kapitän Tischer, so heißt er, und seiner gesamten Besatzung möchten wir uns schon heute Abend hier in Hamburg von ihm verabschieden. Ja, sonst frage ich immer oder sage ich immer, sollte es Ihnen hier bei uns an Bord Ihr Urlaubsende ein wenig gefallen haben, dann wäre es doch ganz lieb und nett, wenn Sie es dann in den nächsten Tagen Ihren Bekannten und Freunden weitererzählen würden, falls Sie welche haben. Ich sage es trotzdem. Wenn es Ihnen nicht gefallen haben sollte, dann behalten Sie es am besten für sich. Denken Sie nachher dran beim Aussteigen des Flugzeugs, dass Sie keine wertvollen Sachen hier bei uns an Bord zurücklassen. Sonst müssten wir die wieder unter der Crew aufteilen und glauben Sie mir, wir haben schon alles. Kommen Sie gut nach Hause, ein sicherer Nachhauseweg, und wir würden uns freuen, wenn Sie auf einem Ihrer nächsten Urlaubsflüge wieder einer unserer Condor-Flüge wählen würden, dabei hoffentlich schönerem Wetter. Bis dahin sagen wir als ganzes Team danke, tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank, da freuen wir uns.
des Outdoors. Ha ha ha.